Mobbing ist trauriger Alltag an deutschen Schulen. Zeit, körperlicher und seelischer Gewalt ein Ende zu setzen. Wer halt mir dumm kommt, der kriegt halt immer den Klatsch. Ich hasse diese Schule. Aber irgendwie ist es der Kreislauf, das ist an jeder Schule leider so. Es gibt immer Außenseiter. Ich gehe zur Schule mit Angst. Ich werde alles tun, damit das aufhört. Ich träume, dass sie mir aufs Fenster werfen. Es ist halt so, dass ich total ignoriert werde. Ich bin schon daran gewöhnt, eigentlich gemobbt zu werden. Was soll er tun? Er ist, wie er ist. Ihr seid so, wie ihr seid. Und ihr seht es und ihr spürt es und ihr behandelt ihn wie Dreck. Wir haben schon als Klasse das Gefühl gehabt, er möchte halt irgendwie geärgert, gemobbt werden. War jetzt uns als Elternteile wirklich schlecht. Man schickt doch wirklich das Kind mit Angst zur Schule. Ich mach das für dich. Okay? Ich verstehe auch, warum sie es tun. Weil sie nämlich der Gruppendynamik folgen. Das ist das Gefährliche. I'm so sorry for the words I've spoken. And I'm sorry for the things I've done. Yeah, I'm sorry. Sie haben ihn geschubst. Sie haben ihn geschlagen. Und sie haben ihn gespuckt. Und ich will, dass das aufhört. Marlon, gibt es jemanden in diesem Raum, wo du genau weißt, dass du ihn verletzt hast? Du hast ihn verletzt. Hast du auch den Mut, dem Jungen zu zeigen, dass er nie wieder Angst vor dir haben muss? Hast du den Mut?